Hallo, ihr Gewirrlinge! Saboteur Dringi lässt in den Ruinen von Korvan statt und will gleich mal in den Vulkan gehen. Da führt mich irgendeine Queste hin. Ich frage mich gerade, welche. Grube der Buße, genau, das ist eine Nebenqueste. Das ist die Queste Präventivschlag. Hier, das da unten. Das würde ich gerne mal machen. Ich war da noch nie drin und bin aber guter Hoffnung, dass das irgendwie gehen wird. Ah, das ist relativ groß. Ich spann doch mal lieber ein kleines Rettungsgate auf. Ansonsten geht's Dringi hier ganz gut. Er ist zufrieden mit der Änderung im Bild von der letzten Episode. Auch Murmurs Gürtel funktioniert hervorragend. Da kommt jetzt nochmal eine weitere Giftattacke. Passiver Art, was muss ich denn hier machen? Ah, das ist eine Tür, wie in der Bastion des Chaos. Aha. Heißt das, das ist eine Arena? Nein. Das Wassergeräusch. Oh. Das ist ja ein Boss-Monster. Oh, scheiße. Und zwar eins der gassigeren Sorte. Das ist ja so unscheinbar. Oh, ach du Kacke. Scheiße. Mann, wo bin ich denn hier reingeraten? Doch bitte nicht gleich am Anfang einer Episode, wenn ich das überlebe, dann... Ach jo, irgendwas, du kannst mich mal am Arsch lecken, weißt du das? Mich hier so zu empfangen. Ich denke, ich renne hier rein, dabei ist es eine einzige riesige Arena. Komm überhaupt nicht dazu, hier mal Schaden zu machen. Was natürlich ihm die Chance gibt, mich tot zu hauen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis er mich erwischt. Ich muss Schaden machen. Schaden auf den Dicken. Da war der unsichtbar und körperlos am Anfang. Kriege ich eigentlich Schaden, wenn ich durch die Lava tapse? Oh, scheiße. Heilung. Ach, lass mich doch in Ruhe. Geht's hier runter. Aber das ist ja auch super eng. Oh, nee. Also ehrlich. So habe ich mir diese Episode überhaupt nicht vorgestellt. Ich dachte gerade, nimmst du noch ein bisschen Grimdorn auf. Die Grube wird wohl irgend so ein nächster super Dungeon sein. Und dann das. Ja, das war ja klar irgendwie. Scheiße, da. Ich habe keinen Platz zu laufen, der macht mich. Das ist doch alles scheiße. Also ehrlich. Das gefällt mir nicht. Das ist die Frage, in welcher Phase ist der jetzt? Ach so, ich war ja schon drin. Richtig. Das sah so drausig aus hier drin. Ich denke, das ist ein Riesending. Dabei ist das nur dieses Teil da. Aber ich soll doch angeblich hier irgendwie... Was soll ich denn hier machen? Zerstören? Welche Verbindung soll ich denn zerstören? Warte mal. Und der ist natürlich ein bisschen angezählt, aber auch nicht viel. Oh. Ich kam ja gar nicht rein. Beruhige dich. Alles gut. Komm runter. Ich bin doch noch gar nicht da. Ey, sowas hasse ich ja. Ich bin sowas von tot. Na, ja, ist mir egal, was du glaubst, was hier gemacht werden muss. Kein Platz zu laufen. Welches Level hatten wir eigentlich? 95. Ist auch ein bisschen unfair, oder?
Also mit sehr viel Konzentration und ein bisschen Glück kann ich den sogar kriegen. Theoretisch. Das macht aber keinen Spaß. Kann alle 5 Sekunden einmal pneumatischen Schub machen. Nicht, dass das reich werde. Ah ja. Ich glaube, wenn die Lavafelder kommen, habe ich verschissen. Du musst mehr dotten. Lavafelder, scheiße. Wir gehen hier runter. Lass mich wieder raus hier. Ich bin wieder irre. Okay, er ist halbtot. Quasi. Aber ich habe halt zu wenig Zeit, ihn anzugreifen. Das ist mein Problem. Und schon wieder diese Lava-Felder. Oder Lava... Lava-Regen, Lava-Sprudel, Brunnen, Springbrunnen. Ach, irgend sowas. Konzentration. Auf höchstem Niveau. Wenn der so mit Lava rumplätschert, dann gehe ich lieber weg. Das erinnert irgendwie an den Kampf gegen Diablo. Ich glaube Diablo 2 oder sowas. Irgendwie kommt mir der Kampf bekannt vor. Nein, nicht schon wieder. Nein, ihr werdet das überleben. Dotte mal ein bisschen. Ah, nee. Nicht schon wieder Lava. Ach, ba. Die Arena-Architektur macht es einem echt auch irgendwie nicht einfach. Baba. Oh, scheiße. Ich hab noch keinen guten Rhythmus raus. Irgendwie erwischen kann. Aber er ist ja relativ down schon. Okay, kurz hier überwintern. Komm schon, du dottest tot. Ich werde dich doch wohl noch kriegen, wenn du hier auch eine dritte Phase hast, wo hier alles in die Luft fliegt. Was ich so nicht glauben will. Dotte tot, dotte tot. Dot macht Spaß. Rrr. Das muss ich dich doch bald mal haben. Oh, wei, oi, oi. Also, dafür, dass ich überhaupt nicht wusste, was mich hier erwartet, mit nur einem Mal ableben zwischendurch, bin ich echt zufrieden. Ganz ehrlich, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Essenz hat nicht mehr was Blaues dabei. So. Ach, das war die Queste der Boote. Ach, so, das war gar nicht die Queste hier unten, das war die da oben. So, jetzt gucken wir mal hier dieses Ding da an. Silence Okalot, the Messenger. Oh. Okalot. Ach so. Wo war denn da diese Queste mit diesem Präventivschlag? Ich dachte, die war hier drin. Wo ist denn die? Nein, falsch. Da. Irgendwo gibt es hier eine Queste. Nee, das ist doof. Hier. Büsmiel, Tal Nordwesten, höllischer Ödland. Tal der Auserwählten. Man erzählt von einer unheimlichen Monstrosität, die einst in Ariads Grab eingesperrt wurde. Oh, in Ariads Grab war ich noch gar nicht. Das habe ich auch völlig vom Schirm verloren. Also im Tal der Auserwählten gibt es irgendwo Ariads Grab. Ach so.
Hat der eigentlich irgendeine Truhe hier hinterlassen, ey, oder? Da waren so, nur so ein paar Gebeine. Was mache ich hier? Kein Waffenwechsel, bitte. Ja, gut, dann hätten wir das hier gemacht. Mit wem muss ich jetzt reden? Der Bote, das war Seren Lauernah. Ich kann was halt eben hier hinzuschicken. Spinn wohl. Ich würde gerne in die Vorhut der Drei. Und dann bist du diejenige, welche. Der Bote ist tot. Queste. Ruf. Übernatürliche Essenz. Du hast den Boten verbannt. Warum spüre ich dann noch seine Gegenwart? Warum trübt seine Wut noch meine Visionen? Vielleicht kann man ihn nicht wirklich töten. Zumindest nicht durch uns bekannte Mittel. Ich glaube dir. Aber möglicherweise gibt es etwas, das wir über dieses Wesen nicht wissen. Ich befürchte, dass dies nicht das Ende seiner Bosheit ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich vertraue dir. Du scheinst sehr sicher zu sein, dass du ihn getötet hast. Aber der Tod ist vielleicht noch nicht Korvaks Ende. Vielleicht liegt es an der Verbindung zum vergessenen Gott, die das Überleben ermöglicht. Oder vermutlich ist es die sich manifestierende Wut, so eine Reinheit der rohen Emotionen, die es ermöglicht, mehr als sterbliche Wunden zu ertragen. Ich muss das mit den älteren Seherinnen besprechen. Nochmals, vielen Dank, dass du bei dieser Angelegenheit geholfen hast. Fürs Erste können wir sie als erledigt betrachten. Was könnt ihr mir über den Boten erzählen? Legenden nach erscheint den Leuten in ihren Träumen oder in verzweifelten Zeiten ein feuriges Gesicht, das ihnen Trost und Erlösung von ihren Problemen im Leben bieten möchte. Man sagt, ihre Gegenwart geht eine große Katastrophe voraus, aber womöglich ist das die Entschuldigung derer, die in Korvaks Namen furchtbare Taten begehen. Durch den Boden verbreitet Korvak seine furchtbaren Lügen und umgarnt die Seelen von Vater Kümon und seinen verzweifelten Anhängern. Aber die Bestie ist jetzt verbannt, dank dir. Passt auf, womit ihr euch anlegt. Ja, noch einen schönen Spruch auf Lager. Gut. Ja, es macht jetzt in der Episode auch gar keinen Sinn mehr, dieses Ding da zu suchen, wo ich hier das da machen soll. Deswegen hüpfe ich jetzt nochmal in Richtung Tempelstadt von Osir. Da hatten wir ja irgendwo dieses Grab, wo ich diesen einen ersten Boss hatte, den ich nicht gelegt bekam bisher. Und den würde ich ja nochmal versuchen. Ich bin ja jetzt mindestens 5 Level über dem. Und ich spiele mir mal den Weg dahin frei und wenn ich ihn dann habe, bei Wickel, dann geht's im Video gleich weiter. So, ihr Lieben, da bin ich im Tempel von Osir. Da hinten war ich noch nie drin, also war ich schon drin, aber kam nie wieder lebend raus. Und ich hoffe, dass ich den jetzt vielleicht mal kriege. Ich gebe mir mal 3 Versuche. Mal schauen, ob ich da irgendwie was reiße. Au, geht ja echt gut los. Ramsul, das ist mir hier sehr, sehr unangenehm. Das ist mir unangenehm. Okay, ich überlebe schon mal länger als die ersten Versuche. Au. Ist ja übel, wenn hier so die Umgebung auf seiner Seite mitspielt. Aber ich glaube, das kann was werden, wenn ich ein bisschen aufpasse. Lass mich doch in Ruhe. Du doch gar nicht haben was. Außer vielleicht dir. Ramsul! Ausgeramsauert da hinten. Wow! So! Huf! Schön! Ja, so geht das. Da gab man nicht mal eine Errungenschaft. So leicht war der. Und hier? Dein Ding hier, oder was? Ah ja. Immer ein bisschen Entschädigung. Ach, nichts Besonderes. Und hier ist jetzt eine Abkürzung nach draußen. Verstehe. Aber erstmal noch den Text lesen. Meine Hände sind nicht die meinen, schreibt jemand, verwirrt es. Und meint damit Folgendes. Aus der Kategorie. Geschichte Korvan, genau. Meine Hände sind nicht die meinen. Ich schreibe diesen letzten Brief, damit jene,
die ihn finden, wissen, was sich zugetragen hat. Glaubt mir, dass ich kein schlechter Mensch bin und niemals jemanden kaltblütig umbringen würde. Doch wegen etwas Bösem, das an diesem Ort lebt, ist genau das geschehen. Ich kam mit meinen beiden Gefährten, Harnen und Belik, in dieses Land. Nach einer wochenlangen Reise durch diese verfluchte Wüste sahen wir endlich die Türme der Ruinen von Korvan. Sie stachen aus dem Dunst des Horizonts wie die verfaulten Rippen eines großen toten Gottes. Erst als wir einen Fuß in das erste Grab setzten, fingen wir an, das Flüstern zu hören. Ich fragte die anderen, was sie da vor sich hin murmelten, aber sie lachten nur und sagten, dass ich mir das nur einbilden würde. Während wir weiter gruben und Gräber öffneten, wurde ich mir immer sicherer, dass sie sich verschworen hatten, mir die Kehle durchzuschneiden. Ich weigerte mich zu schlafen. Ich wurde erschöpft und wahnhaft. Das Flüstern nagte weiter an meinem Verstand. Als wir uns gestern ins neueste Grab aufmachten, forderten die Stimmen ihren Tribut. Wir hatten eine kleine Öffnung an der Oberfläche gefunden, durch die wir uns abseilen konnten. Sobald meine Füße die staubigen Fliesen berührten, war ich nur noch Passagier in meinem eigenen Körper. Gefangen, hinter meinen eigenen Augen. Als meine Gefährten in die finsteren Tiefen verschwanden, griffen meine Hände nach dem Seil und tränkten es mit dem Lampenöl. Ich schrie, um sie zu warnen, doch ich hatte keine Stimme. Ich starrte mit Schrecken, als unsere einzige Fluchtmöglichkeit in einem kurzen Aufflammen verschwand. Tiefer im Inneren fand ich Harnen, der von einer goldenen Reling aus einen Wasserfall betrachtete. Meine Hände kamen in mein Blickfeld, so als ob sie ihn stoßen wollten. Ich versuchte, meine Arme herunterzureißen. Ich befahl meinem Mund, irgendeinen Ton von sich zu geben, doch nichts geschah. Ich war machtlos und konnte nur zusehen, wie seine Hände verzweifelt versuchten, irgendetwas zu ergreifen. Die Reling, die Wand, mich. Sein Blick traf meinen mit einer letzten angsterfüllten Frage. Wieso? Dann war er verschwunden. Er fiel über die Reling außer Sicht in die Schlucht. Belik war nicht weit entfernt von meiner grausamen Tat. Ich fand ihn, wie er die Detailarbeit einer vergoldeten Statue bewunderte. Die Figur war furchterregend, mit zu vielen Armen, die eine rasiermesserscharfe Hellebarde hielten, als ob sie bereit sei, das Grab zu verteidigen. Es umgab sie eine gruselige Aura des Unlebens, die mein Blut gefrieren ließ. Im nächsten Augenblick hatten meine Hände Beliks Arme umfasst. Ich hob ihn mit übermenschlicher Stärke in die Luft, bevor ich dann mit Gewalt seinen Rücken auf die Waffe der Statue rammte. Ich ließ ihn los und sah zu, wie sein Blut langsam den Schaft der Hellebarde hinunterfloss und sich am Fuß der Statue eine Pfütze bildete. In dem Moment, als mein letzter Freund tot war, endete was auch immer es für ein Zauber war, der mich in seinen Bann hatte. Von meinem geistigen Gefängnis befreit, schrie und heulte ich und schlug auf die Steine wie ein verzweifeltes Kind. Für einen kurzen Moment hätte ich schwören können, dass mich ein vertrocknetes Gesicht in goldener Rüstung anstarrte, doch dann war es auch schon wieder verschwunden. Ich weiß nicht, wann oder wie, doch ich zog Belik von der Statue runter. Ich weiß auch nicht, wie lange ich dort lag und meinen toten Freund in meinen Armen hielt. Mein Verstand war gebrochen. Ich sorgte dafür, dass es keine Hoffnung auf Flucht gab. Durch meine eigene Hand war ich hier unten gefangen, um dahin zu siechen und mit meinen gefallenen Gefährten zu Knochen zu verrotten. Ich muss dies niederschreiben, wenn nicht für mich, dann doch für meine Freunde. Ich kann nur hoffen, dass ihre Seelen in ihren Herzen wissen, dass es nicht ich war und dass sie mir Vergebung entgegenbringen, wenn wir uns hinter dem Steuer wiedersehen. Götter beschützt mich. Meine Hände waren nicht die meinen. Ja, tragisch. Aber komisch, dass auch immer nur einer so ein Flüstern hört. Wahrscheinlich der mit den geringsten Resistenzen. Die anderen hatten höhere Resistenzen, die haben es gar nicht gemerkt. Ja, schön. Dann ist doch der Stinkstiefel hier auch weg und das Grab auch abgegrast. Nicht abgegrabt, abgegrast. Und das versetzt mich in die erfreuliche Lage und Situation, euch hier verabschieden zu können, denn wir haben ja dann doch was geschafft in der Episode, auch wenn der Anfang ein bisschen total neben der Spur war und ich mich irgendwo wähnte, wo ich gar nicht war. Aber dafür werde ich jetzt zwischen den Episoden nach der Ablende hier mich auf die Suche nach Ariads Grab machen, weil diese Queste Präventivschlag, die muss ja irgendwo sein. Und wenn ich das gefunden habe, geht es dann weiter dort im nächsten Teil. Bis dahin.